Marcel fragt Pete Smith: Was glaubt ihr, wird die Menschheit beim ersten Kontakt mit Außerirdischen tun? Also was der da so tun wird, ja, keine Ahnung. Ich hoffe nicht das gleiche wie bei District 9. Der läuft nämlich irgendwie im Fernsehen, glaube ich gerade. Ein ziemlich cooler Film. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommt ja auch drauf an, wer den zuerst findet, ne? Irgendwie, oder haben die Amis die schon gefunden, irgendwie so in den 50ern, ja, hier Area 51? Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, kommt ja darauf an, wer da gerade an der Regierung ist und welche Regierung die denn da gerade findet. Natürlich lustig. Nein, wir gehen mal eben einen saufen. Also wenn ich die finde, lade ich die auf ein Getränk ein, ihrer Wahl. Aber ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer. Aber das mit dem Trinken finde ich gut. Ich glaube, kommt total darauf an, wer die entdecken wird. Werden es, ich sag mal, irgendwie die normalen Nicht-Regierungsmitglieder sein aus Ländern, die ich jetzt nicht benennen kann, ja, dann würde wahrscheinlich die Möglichkeit bestehen auf einen ersten freundlichen Kontakt. Sollte das UFO aber im amerikanischen Grund niedergehen, ich glaube, dann dauert es ungefähr 5 bis 6 Sekunden, bis die erste Atombombe fliegt. Ja, so bescheuert halte ich die Amis. Das hängt, das kommt ganz drauf an. Wenn das, wenn diese Außerirdischen dann so Größe von Mikroorganismen haben, dann würden sie sammeln und erforschen. Wenn sie allerdings menschlich sind, würden sie versuchen, erstmal Kontakt aufzunehmen. Also so menschlich ähnlich, keine Ahnung. Dann würden sie erstmal versuchen, denke ich, Kontakt aufzunehmen. Und wenn die böse sind, dann würden wir sie zerbomben. Versuchen. Hundertprozentig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so wie bei dem Film Mars Attacks ist. Wisst ihr, wo? Ich weiß nicht, für die Leute, die den Film nicht kennen, da hat die Menschheit auch Kontakt mit Außerirdischen. Und alles soll halt friedlich laufen. Und die Außerirdischen kommen auf die Erde und da werden dann halt weiße Tauben losgelassen, so als Zeichen des Friedens. Aber für die Außerirdischen bedeutet das irgendwie die krasseste Kriegserklärung aller Zeiten und die Außerirdischen fangen dann an, die ganze Welt zu bombardieren. Und ich glaube, so ähnlich wird es glaube so. Ja, wir müssen da friedlich rangehen und dann gibt es irgendein Missverständnis oder so und dann bricht der krasseste Krieg aller Zeiten aus. Ja, also falls die Menschheit irgendwann mal mit Aliens in Kontakt treten sollte, dann wird es bestimmt nicht die friedliche Art von Kontakt werden, weil die Menschen dazu neigen, irgendwann zumindest die Technologie und die Waffen zu übernehmen. Es gibt da immer irgendwelche Leute, die da dran wollen. Ein bisschen so wie bei Transformers könnte ich mir das vorstellen, dass die Menschen erst einen auf gute Miene zum bösen Spiel machen und dann im Nachhinein versuchen, Waffentechnologie abzusniggern. So ein bisschen wie bei District 9, den ich letztens auch geguckt habe, der sehr gut ist. Wo die Menschen einfach versuchen, mal Waffen und Technologie und alles für sich und ich glaube, friedlich wird es nicht enden. Der erste Kontakt mit Außerirdischen. Ich glaube, dass wir als normale Bürger eines Landes den nicht mal mitbekommen würden. Ich glaube, die Ersten, die sich darauf stützen werden, wären die Amis. Vielleicht ist das aber auch nur ein Hollywood-Klischee, dass die Amis das alles vertuschen würden und so weiter. Aber ich glaube, dass das erstmal vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden würde, aus Sicherheitsgründen. Ich hoffe aber, dass wir als Menschen, die ja nun mal eine sehr kriegerische Spezies sind, dass wir nicht direkt hingehen und irgendwelche bösartigen Absichten feststellen müssten. So. Von daher, ich würde mir wünschen, wenn das tatsächlich mal passieren würde, was ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir in Frieden aufeinander zugehen und schauen, was die eine Spezies der anderen zu bieten hat. Denn vielleicht könnte man noch was voneinander lernen. Wenn sie uns hier tatsächlich auf der Erde besuchen, dann kann man schon davon ausgehen, dass die eine ganze Menge mehr Grips haben als wir Menschen und sehr viel weiter sind. Ich hoffe nur, dass wir Menschen uns nicht bedroht fühlen.